So Leute, willkommen zurück zu Hamtaro. Ham, ham, merch, merch. Beim letzten Mal haben wir eine Hochzeit gefeiert und die Feier ist noch in vollem Gange. Wie wir sehen, der alte Sack ist sehr vergnügt. Hallo. Na, was machst du denn da so ganz alleine? Ich muss es einem noch einfach schlagen. Sorry. Es trifft die Legende. Ich habe es nie wirklich erzählt. Mir fiel es ihm erst ein, natürlich. Namens verkommen, die stark genug sind, die rote Murmel zu versagen, so sollen die Helden sein und der Sohn sei die rote Murmel. Wenn du dich gesehen, dann ist der Boshaft auf ewig bezogen. Ich denke, die Legende erzählt von euch. Wartet einen Moment. Was? Wie? Was hab. Wie bitte? Die Kugel lag da oben, er ist nur. Was? Wie bitte? Hier, nehmt sie und geht im Frieden. Yeah, cool, wir kriegen die Murmel, die heilige rote Murmel. Du erhältst eine rote Murmel, jetzt haben wir schon... Moment mal, jetzt haben wir grün, rot und blau, oder? Jetzt haben wir alle, cool. So wie euch gehalten geht, bleibt euch, du stinkt den Boshaften ein für alle Mal. Okay. Wir können die... Was macht der da? Pinkelt der gerade? Kann ich ihn dabei stören? Das wäre wundervoll. Oh, ich fühle mich schlecht. Solange du kein Blut pisst, ist alles in Ordnung. So, wir können die Liebenden hier betrachten. Und sie haben schon ein bisschen dekoriert. Wunderbar. Okay. So, wir sind dann erstmal mit dem Urwald. Nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Stimmt. Da kommt ja noch was. Nämlich... Ich weiß nicht, kommt das jetzt schon? Ich glaube schon. Denn hier gibt es noch ein Pärchen, das wir verbinden können. Oh ja. Und der Hochzeitssänger spielt wieder in seinem gewohnten Ort. So, war das hier das Bock? Hallöchen, und da ist der Affe, den wir schon einmal getroffen haben am Sonnenberg. Lange ist es her. Hallo Bock, was ist los? Ja, Bock sagt, Affe zu Hause, aber Affe nicht sprechen mit Bock. Affe nicht mögen Bock. Wieso? Bock nicht wissen. Affe und Bock, gut, Freunde, Bock traurig. Oh, Bock, tut mir so leid. Ich frage mich, was passiert ist. Hike? Bautz? Oh. Bock traurig. Nicht spielen mit Hamtaro jetzt. Okay. Dein Affe. Was ist mit dem Affen los? Müsste sich ja noch an uns erinnern. Nee. Okay. Oh, mir ist schlecht. Hör auf. Oh Gott, Bock rastet voll aus. Na, nein, na, Affe, Bock entschuldigen, nicht merken, Affe krank sein. Oh, nicht krank sein. Beruhige dich, ich sterbe nicht. Ein Hamster hat mir verdorbene Bananen gegeben. Die Bananen waren verdorben. Der Verkäufer hat uns verarscht. Das habe ich ja nie erwartet. Bock wissen muss helfen. Bock wissen Heilfrucht machen Bauch besser. Aber Bock nicht herankommen. Warum nicht? Weil du so dumm bist! Na, an hohem Platz. Oh, Hamtaro haben gutes Dings. Oh, natürlich habe ich ein gutes Dings, mein Lieber. Können hohen Heilfrucht mit Schleuder. Hamtaro, gehen hohen Heilfrucht. Genau, gute Idee. Hamtaro ist schockiert. Aber er willigt ein. Danke sehr, Hamtaro. Danke sehr, Bijo. Gern geschehen. Wen kümmert's? Schnell, mein Bauch. Okay, gehen wir. Heilfrucht auf Klippe. Ich bleibe hier und kümmere mich um den Affen. Natürlich nimmst du die leichte Aufgabe. Natürlich, Bijou. Ja. Was auch immer du da machst, mach es weiter. Es sieht verdammt gut aus. Wir haben ein neues Teammitglied. Es ist Bock. Yeah, episch, episch, episch. Moment mal, kann ich jetzt hier immer noch Hamuskop? Haha! Oh, Bock? Oh, Bock, was machst du da? Nicht popeln! Der hat doch die Cat! Fucking Popler! Oh Gott, Bock ist so episch! So, hier ist die Frucht. Oh, Heilfrucht, machen Affe besser! Oh nein, bösartige Vögel! Böse Papageien-Gang! Niemand den Urwald mögen! Bäh, weggehen, keiner braucht euch. Oh Gott, der böse Big Boss ist... Nein, was hat er vor? Nein, die Frucht!
Nein! Oh, Heilfrucht! Ah, weggehen! Jetzt! Hamtaro, schießen! Bock, kämpf! Okay, Bock kämpft jetzt. Ha, Moskau! Oh mein Gott, epischer Boss-Battle, epischer Kampf! Und ihr seht schon, Bock kämpft. Bäm! Ich hab ihm geholfen. So, es ist eigentlich ganz easy. Wir dürfen nicht die blauen Papageien treffen, denn sonst, ich weiß gar nicht mehr, was passiert, aber wir müssen den grünen treffen. Alles klar? Alles klar. Also, PAM! Aber er fängt sie wieder. Verdammte Scheiße. Verkackt, Scheiße. Achso, die greifen Bock an. Okay. Na, wenn es weiter nichts ist. Ha, Sieg! Oh mein Gott. Flucht! Yeah! Du erhältst eine Heilfrucht. Episch. Tja, so einfach ist das. Als Kind habe ich ewig gebraucht. Also wirklich ewig, ewig. Und ich glaube, wenn wir... Was? Oh, die hauen ab. Cool. Hat der mir zugezwinkert? Was? Okay, man kann da später, glaube ich, auch eine Eiche runterholen. Hätte mich nicht gewundert, wenn es ein Stein wäre. Uff, Bock haben Heilfrucht. Natürlich hast du sie. Nom 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 nom. Affe. Ich bin geheilt. Cool. Dem Affen geht's wieder gut. Yeah. Wir zurück. Urwald. Bestes Kraftteam. Das ist aber auch ein bisschen eifersüchtig, oder? Einfach den letzten Buchstaben mit einem Bindestrich trennen. Was ist das für ein, was macht das für einen Sinn? Und das heißt stark. Oh yeah. Stark wie ein Affe. Stark wie ein Bock. Du hast ein neues Wort gelernt, Kraft. Und ja, ihr seht richtig, der Affe und Bock sind ein Pärchen. Richtig, ja genau. Duelfeld. Meine Freundschaft überwindet jede Grenze, sogar die der Arten. Da bin ich anderer Meinung. Man sollte keine Affen lieben. Mission accomplished. Manchmal bist du spitze. Danke. Oh, Bock immer sein Spritze. Aber Bock nicht allein, netten Affen. Retten Affen. Retten Affe. Tut mir leid. Haben Taro und Bijou auch geholfen. Hm. Ihr, wo? Bananen. Du. Oh, er erinnert sich. Wir freuen uns, dass es dir besser geht. Aber wir müssen jetzt leider gehen. Mach's gut. Oh, wartet. Okay, ja, der Affe ist immer noch stinkig. Kann ich verstehen. Ah, wie süß. So ein süßes Pärchen. Na gut, lassen wir sie mal. Habt ihr das Quellei gesehen? Bock hat das in ein Nest gelegt. Oh, er ist so fürsorglich. So, ich glaube, jetzt können wir hier eine Eichel holen, oder? Ja, wenn wir sie aufheben wollen, dann wird sie uns weggeschnappt von den Papageien. Von der Evil Papageien Gang und dann müssen wir sie zurückholen, wie wir auch die Frucht geholt haben. So, aber zuerst verpissen wir uns. Oh yeah. So, denn wir haben ja Fratzi besiegt und wir reichen jetzt erstmal den Statusbericht ein. Yo, 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 alles clean im Urwald, wir haben den Fratzi besiegt und so. Hamtaro, Bijou, Fratzi, jetzt ist hier, Fratziburg. Oh ja, Fratziburg, das letzte Gebiet. Kein Zweifel. Oh Gott, die Stimme. Kein Zweifel. Kein Zweifel. Also. Gebt euer Bestes. Baut euch. Die Feenstimme ist echt schwer. Hamtaro. Standardtext. Wir müssen diesen fiesigen Fratzi stoppen. Gehen wir hier suchen. Fratziburg. Yeah. Okay, ja, die Fratziburg. Er ist in seiner eigenen Burg. Wie kann er nur? So. Hi, Fee. Bring mir ein Wort bei. Oh Gott, das wird auch schlimm. Endlich. Ich hab schon auf euch gewartet. Oh, ich liebe meinen Job. Ich bin die süße Fee. Und darum, Bijou, ich merke, ihr seid nie füreinander geschaffen. Und eure Liebe wächst stetig. Tut mir leid, ich hab einen Frosch im Hals. Und darum, der ich, Fee, euch ein besonderes Handchat-Wort. Okay? Nein, nicht okay. Ich habe es selbst erst vor ein paar Minuten gelernt, wie immer. Bereit, los! Okay, los! Jetzt legen sie aber los mit diesem letzter Buchstabe. Also, los.
Los, los. Du hast ein neues Wort gelernt, los. Okay. Um ehrlich zu sein, ich habe es selbst erfunden, bla bla bla. Okay, dann wobei, das mache ich offscreen. Und die Steine rubbel ich auch offscreen. Na, wobei, das mache ich jetzt. Es lohnt sich nicht mehr zu Franziburg zu gehen. Oh, Hamtaro, lass uns am neuen Hamtaro, bla bla bla, ja. Lass uns teilnehmen, du verdammte Bitch. Ja, ich wähle los. Ich wähle dich los. Ja, okay. Noch eins? Nee. So. Oh, okay. Yeah, du erhältst eine Eintrittskarte, bla bla bla. Immer das Gleiche. So, und die geben wir jetzt den Postboten. Hallo. Eintrittskarte, ja, hier gibt's sie mir. Okay. Ja, ich mach das, bla bla bla, los geht's. So. Und jetzt hören wir uns unseren fetten Preis ab und meine Stimme kratzt gerade, ich weiß, aber das hört sich männlich an. Deswegen geht das schon klar. Eine Lieferung! Ja, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott, eine Lieferung ist. Es war ja überhaupt nicht vorhersehbar, dass ihr wieder gewinnt. Du erhältst einen Preis. Es ist eine Klobürste. Mondschüssel, hübsch. Yeah. Okay, der Mondschlüssel war ziemlich sicher für das Hotel raus, würde auch passen. So, dann gehen wir jetzt Steine rubbeln. Na, du kommst zum Robli, bla bla bla, wir rubbeln das gegenseitig den ganzen Tag ab. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, euer Liebesmittel hat sich gefüllt. So, ich will Robli. Ich bin männlicher geworden. Um zu Robli musst du meinen Freund fragen. Wieso? Bei dir, Robli? Ja, natürlich. So, wir dürfen jetzt auch besser rubbeln können. Alles klar, zeig mal eure Steine. Hier hast du meine Kronjuwelen, mein Freund. Also dann, poliert! Oh, das wird nix. Die großen Steine können wir erst ganz am Ende rubbeln. Moment mal, kann ich dann... Okay, das ist der letzte. Mal sehen. Was für eine unglaublich epische Rubbelanimation. Schaut, ein Saphir! Oh mein Gott, ein neuer Edelstein und mit Rarität 4. Juhu, Edelstein! Sorry, musste wieder husten. Aber das schneide ich für euch, deswegen, obwohl ich habe nur 10 Steine kommen. Der Part ist eh gleich rum. Oh mein Gott, ein Diamant. Schaut, ein Diamant! Geil, ich bin reich. Mal ganz ehrlich, ich hätte doch ausgesorgt. Ich könnte die einfach verkaufen und wäre stinkreich. Mit Sonnenblumenkernen, aber immerhin bin ich reich. Zumindest in der Hamsterwelt. Ein Rubin? Fragezeichen. Schaut, ein Rubin! Oh yeah! Pokémon Rubin, ein sehr geiles Spiel übrigens. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Vielleicht durch den Rubin. Juhu, ein Edelstein. Juhu. Geil. Cool. Nächster! Rubbel, rubbel, macht Spaß. Und es ist wieder ein Diamant. Okay. Ja, es gibt die Texte, es ist eh immer dasselbe. Yeah! Rubbelt, bis euch nichts mehr aufhalten kann. Ich weiß nicht. Und wieder ein Diamant. Na, immer diese wertlosen Diamanten. Mann, Mann, Mann. So. Das ist kein Rubin, oder? Doch, das ist... Nee, das ist gar kein Rubin. So. Wir sind ja gleich durch. Die großen Steine muss ich überspringen. Wobei, oh, ich habe ja, glaube ich, nur einen. Er glänzt schon mehr. Okay. Oh, schön. Ein Peridot. Geil. Was, das ist überhaupt nicht selten. Scheißdreck, kommt in den Müll. So. So. Rubbeln macht Spaß. Lalalala. Ich rubbel den ganzen Tag. Ein Diamant. Geil, cool. So. Und das hätten wir hier. Es ist ein Saphir. Schön. Jetzt fehlt nur noch der Smaragd. Oder hatten wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon mal, oder? Da haben wir jetzt die dritte Gen komplett abgehakt. So, ergänzt schon mehr. Alles dufte. Und das ist wieder nur ein Diamant, ja. Wieder nur ein Diamant. Juhu, ein Edelstein. Das ist vorerst alles. Willst du sie nochmal bearbeiten? Nee. Ihr habt 2 Saphire, 5 Diamanten, 2 Rubine, einen Peridot. Juhu, ihr habt noch so und so viele Steine übrig. Okay. Bis bald.
So, vor der nächsten Folge werde ich Steine sammeln gehen, natürlich offscreen, das müsst ihr nicht sehen, das ist stinklangweilig. Und die Robben, wir werden die Steine jetzt in sehr naher Zukunft brauchen, leider. Aber das erspare ich euch natürlich und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, nein, ich lasse euch die Filmmusik laufen, nicht wieder die Clubhouse-Musik. So, ist doch viel schöner. So, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.